Und jetzt ist es so, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie weit können wir denn überhaupt gucken? Das heißt also, wir haben hier also diese normalen Galaxien hier, nicht hier, diese normalen Galaxien. Und wir haben hier das Hubble Deep Field, das also schon bis in die Jugendzeit der Galaxien geht. Wir haben das Hubble Ultra Deep Field, das also bis zur Entstehung der Galaxien geht, wo man wirklich sieht, wie diese Galaxien sich bilden. Und das sind die ersten Galaxien, die es hier gibt. Soweit können wir gucken. Also wenn wir weiter gucken, sehen wir einfach keine Galaxien mehr, weil es keine älteren Galaxien gibt, weil die vom Urknall einfach eine gewisse Zeit gebraucht haben, bis sich die Sterne gebildet haben, bis die Galaxien kommen. Mit dem nächsten großen Teleskop, das wir planen, das ist ein 6-Meter-Teleskop als Hubble-Nachfolgeteleskop, da werden wir die ersten Sterne sehen. Das heißt also, da werden wir wirklich sehen, wie die ersten Sterne sich gebildet haben, wie die als Supernova hochgegangen sind. Und die sind dann schon so stark rot verschoben, dass man mit diesen neuen Teleskopen praktisch nur noch im Infrarot beobachten sollte, weil einfach das Licht so weit durch diese Expansion, wenn es so entlang krabbelt auf dem Luftballon, so weit ist rot verschoben ist, dass man nur noch im Infraroten sieht. Das heißt, wir werden im Infraroten wirklich sehen, wie die ersten Sterne im Universum entstanden sind. Und jetzt kann man sagen, ja, wie weit können wir denn überhaupt gucken? Und das hat sich ja schon lange die Physiker überlegt, wenn diese Urknalltheorie richtig ist und dass das Universum aus einer heißen, dichten Phase entstanden ist, dann war es natürlich am Anfang völlig undurchsichtig. Nicht? Das war halt einfach wie in einem Hochofen ein heißes Plasma. Und da sehen Sie natürlich nichts, da können Sie ja nicht gucken. Sondern da ist einfach hier die Protonen und die Elektronen und die Photonen, die sind also in einem Gleichgewicht und es ist ein heißes Plasma. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn dieses Plasma aufgrund der Expansion abkühlt, dann geht es irgendwann mal unter 3000 Grad. Und dann passiert das Entscheidende, dass sich dann die Elektronen und die Protonen, dass die sich dann zum neutralen Wasserstoff verbinden. Und dann wird das Weltall innerhalb weniger 1000 Jahre durchsichtig, vollkommen durchsichtig. Denn diese Photonen, die dann laufen, die haben nicht mehr die Energie, um diese Wasserstoffatome zu ionisieren. Und das heißt also, in diesem Zeitpunkt trennt sich total die Entwicklung der Strahlung, die hier vorhanden war, und der Materie. Das heißt, die Materie kühlt ab, bildet Molekülwolken, bildet Wasserstoffwolken, bildet Sterne, bildet Galaxien und bildet irgendwann Menschen. Und die Photonen sind völlig unabhängig davon, die laufen durchs Universum. Und das Tolle ist jetzt, dass man diese Photonen, die also nach dem Urknall entstanden sind, nachdem sich das Universum abgekühlt hat und durchsichtig wird, dass man die sehen kann. Und zwar in Form von einem Mikrowellenhintergrund. Das heißt also, die haben eine Rotverschiebung von etwa 1000. Und das heißt also, wenn Sie dieses Spektrum von 3000 Grad um Faktor 1000 rot verschieben, dann kommen Sie in den Mikrowellenbereich. Also das heißt in Millimeter- und Zentimeterwellen, also genau in dem Bereich, wo wir unsere Hähnchen grillen. Das heißt also, aus dem Kosmos kommt aus jeder Richtung eine Strahlung, eine Mikrowellenstrahlung auf uns runter. Und das hat also schon Gamow vor 50 Jahren vorhergesagt, dass wenn es einen Urknall gegeben hat, man diese Strahlung finden müsste. Und Penzias und Wilson, die haben das zufällig tatsächlich gefunden, weil sie da irgendwie Störungen gemessen haben. Und dann haben sie festgestellt, da kommt tatsächlich aus jeder Richtung eine Strahlung. Und diese Strahlung, die also aus allen Richtungen kommt, von uns herkommt, das ist eine genaue Planck'sche Strahlung, also so eine richtige Kurve, eine schwarze Körperstrahlung. Und halt, das war verkehrt. Entschuldigung. Und zwar so genau. Das heißt also, diese Mikrowellenstrahlung, wenn Sie die in Abhängigkeit von der Frequenz auftragen, dann sind das Messpunkte. Das heißt, man hat also einen Satellit hochgeschickt und hat diese Mikrowellenstrahlung raufgeschickt und hat, das sind die Messpunkte und die durchgezogene Kurve, das ist sozusagen die Kurve von einem schwarzen Strahlen, theoretische Kurve, die nur von der Temperatur abhängt und nachdem das so genau passt, ohne Fitten, ohne alles, können Sie die Temperatur dieser kosmischen Hintergrundstrahlung auf ein Millionstel Kelvin bestimmen und diese Mikrowellenstrahlung, die 3000 Grad ursprünglich hatte, die ist um Faktor 1000 rot verschieben, die hat nach 3 Grad, darum heißt es auch 3 Grad Strahlung, die hat also, das ist eine Strahlung von einem Körper, der minus 270 Grad Celsius hat, also 3 Grad über einen absoluten Nullpunkt, aber der strahlt natürlich auch alles, was noch überhaupt über einen absoluten Nullpunkt hat, macht Wärmestrahlung und die Temperatur ist also 2,725 Kelvin und das kann man auf ein Millionstel Kelvin genau messen. Und wenn man das also, und dafür gab es einen Nobelpreis vor 2 Jahren. Also für das rechte Bild hier, nicht? Ja. Und dann einen zweiten Nobelpreis, den gab es, den zweiten Nobelpreis gab es für dieses Bild, nämlich, dass wenn man jetzt ganz genau misst, auf Millionstel Kelvin genau, dann stellt man fest, dass die Mikrowellenstrahlung aus der einen Richtung ein bisschen
wärmer und ein bisschen kälter ist. Und zwar ist es hier angedeutet, also dieses Rote ist ein bisschen kälter und das Blaue ist ein bisschen wärmer. Und da sehen Sie, das ist eine Dibor-Anisotropie. Das heißt also, das in einer Richtung ist es etwas wärmer, in der anderen Richtung etwas kälter. Und das kann man natürlich sofort interpretieren, das ist Doppler-Effekt. Das heißt also, das Universum hat die Mikrowellen emittiert, völlig homogen und isotrop, und wir bewegen uns gegen den Rest des Universums mit einer gewissen Geschwindigkeit, die zu dieser Anisotropie führt. Und das ist genau das. Unsere Erde bewegt sich mit 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Unsere Sonne bewegt sich mit 240 Kilometer pro Sekunde ums Zentrum unserer Milchstraße. Unsere Milchstraße bewegt sich mit etwa 600 Kilometer auf irgendein Zentrum vom Galaxienhaufen. Und unser Galaxienhaufen, der lokale, bewegt sich auf ein Supercluster hin. Und wenn Sie diese ganzen Geschwindigkeiten vektoriell addieren, dann kriegen Sie eine Geschwindigkeit, mit der wir uns relativ zum Kosmos bewegen. Und das ist genau das. Das stimmt mit dem genau überein. Wenn Sie den Vektor hier nehmen und den Betrag aus den Temperaturunterschieden ausrechnen, dann kriegen Sie genau die Summe dieser Vektoren. Und das heißt also, diese Anisotropie, die verstehen wir und die ziehen wir ab. Wir rechnen also das raus. Wenn Sie das rausrechnen, dann kriegen Sie eben, das Bild von der Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das war so erfolgreich, dass man jetzt vor 5 Jahren einen neuen Satellit gestartet hat, den WMAP-Satellit. Das ist also einfach so ein kleiner Satellit, der hier in dem Punkt, in dem Lagrange-Punkt sitzt. Also hier ist die Sonne, hier ist die Erde und er sitzt in diesem instabilen Lagrange-Punkt hier und läuft also praktisch mit der Erde hier um die Sonne, hier unten, hier rum. Und da wird jetzt übrigens im April wird jetzt nochmal ein Satellit gestartet, der Planck-Satellit, der nochmal 10-mal besser ist als dieser Satellit, der geht auch dahin und misst darum. So, und der hat jetzt 5 Jahre gemessen, also diese kosmische Hintergrundstrahlung, und das ist das Messergebnis. Was Sie hier sehen, ist also der gesamte Himmel, und Sie sehen also hier einen Fleckerlteppich, und die dunklen Gebiete sind etwas kühler und die hellen etwas wärmer. Das heißt also, im Prinzip hat der Hintergrund 2,725 Kelvin Temperatur und die Schwankungen sind etwa 40, 50 Millionstel Kelvin Unterschied und die Auflösung ist also so ein paar Bogenminuten. Das heißt also, die Menschen haben sich jetzt dieses Bild etwa 1 Milliarde kosten lassen, das wir wissen. Von dem Eckerl da vom Himmel kommt eine Mikrowellenstrahlung runter, wo wir wissen, auf 1 Millionstel Grad 2,723843 und da drüben ist es 30 Millionstel Kelvin wärmer. Hat uns 1 Milliarde gekostet. Kann man sagen, die Astrophysiker spinnen, aber ich würde sagen, 1 Milliarde kann eine gute Bank in einer Nacht versenken. Nicht? Also ja. Nicht, ich meine überhaupt, früher hieß es doch immer 100 Milliarden Sterne in einer Galaxie, das sind astronomische Zahlen. Nicht? Inzwischen sind es mehr Bankzahlen. Nicht? Ja, und jetzt ist also die Frage, warum geben wir so viel Geld aus und jetzt nochmal 500 Millionen für den nächsten Satellit, um das noch besser zu machen? Und das ist was ganz Erstaunliches. Wir sind jetzt zwar nicht so schöne Bilder, aber trotzdem erstaunlich. Sie müssen sich mal vorstellen, man muss jetzt das analysieren. Das heißt, wie analysiere ich so ein Bild? Und das ist eigentlich ganz einfach. Man guckt sich an die Schwankungen. Und man schaut ab in Abhängigkeit, wie großflächig die Schwankungen sind, die Amplitude. Sie sehen also, wenn Sie solche Schwankungen machen, die winkelmäßig diese Größe haben, dann sind die nicht sehr ausgeprägt. Und am ausgeprägtesten sind also Schwankungen in dem Bereich. Das sieht man ja. Also die Schwankungen, die etwa so diese Winkelgröße haben, und so, die haben die stärksten Unterschiede. Das heißt also, man macht praktisch eine Fourier-Analyse über Kugelfunktionsentwicklungen und schaut an, wie sind die Schwankungen. Und dann bekommt man rein empirisch aus dem Fleckerlteppich so eine Kurve. Nicht? Sie sehen hier die größten Schwankungen, dann gibt es noch mal welche und so weiter. Das ist reine Messung. Das heißt, wir nehmen das Bild vom Fleckerlteppich, machen eine mathematische Analyse und bekommen so eine Kurve. So. Und jetzt was passiert, was Erstaunliches. Jetzt kann man also heutzutage mit riesen Computern, mit vielen theoretischen Astrophysikern, kann man, die müssen das machen, damit keine Fehler drin sind, muss man das unabhängig rechnen, kann man das gesamte Universum nachrechnen. Man kann also anfangen, man fängt mit einem heißen, dichten Plasma an, lässt es im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie, lässt es abkühlen, berechnet über die Sacher-Gleichung, Quantenmechanik, alle, also rekombinieren und rechnet sich praktisch aus, was kriege ich für ein Fleckerlteppich, wenn ich die Entkopplung habe. Ich muss also wirklich ausrechnen,
die letzten Photonen, die noch gestreut werden und die wegkommen. Und dann kann man eben solche Kurven ausrechnen und da gehen, wenn ich das ausrechne, rein zum Beispiel die Krümmung, ob das Universum eben flach, also flach ist, positiv oder negativ gekrümmt ist. Es geht rein die dunkle Energie, es geht rein, wie viele Baryonen anteilig das sind, wie viel dunkle Materie ist. Das sind lauter verschiedene Kurven. Also es gibt zum Beispiel das ist die Höhe vom ersten Peak zum zweiten Peak, das sind die, das sagt, wie viele Baryonen sind. Und diese Peaks, das ist also wirklich furchtbar kompliziert, das sind dichte Schwingungen der Photonen in dem heißen Plasma. Also ich verstehe es auch nicht. Man kann das nur rechnen, man kann das nicht anschaulich machen, man muss das einfach glauben, dass man die ganzen Gesetze richtig macht, alles numerisch integriert und richtig rechnet. Darum ist auch so wichtig, dass es viele unabhängige Leute rechnen. Und zum Beispiel, bloß ein bisschen anschaulich kann man es machen, wenn der Raum flach ist, dann kommt das Licht einfach so zu uns. Wenn er positiv gekrümmt ist, dann wird in dem positiv gekrümmten Licht das Licht abgelenkt und dann sieht es so aus und dann wird die Struktur größer und wenn es eine Sattelfläche ist, wie ich Ihnen gesagt habe, wird es etwas kleiner. Das heißt also, man kann aus der Größe dieser, also praktisch aus dem, wo der erste Peak liegt, aus der Winkelabhängigkeit vom ersten Peak, kann man wirklich sagen, ob der Raum flach oder gekrümmt ist. Das heißt also, man kann aus dem Fleckerlteppich durch Analyse und Vergleich mit theoretischen Rechnungen praktisch alle Parameter des Universums übernehmen.